Norbert Ewald und Bereichsleiter Friedrich Goldschmidt kontrollieren in der 30er-Zone eines Dorfes im Landkreis Harburg. Eigentlich müssten die Mitarbeiter erfreut sein, wenn sich viele Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten, die Blitzerrate niedrig wäre. Das Gegenteil aber ist der Fall. Heute läuft das sehr gut, muss ich sagen. Wir stehen hier eine gute Stunde, 27 Bilder. Das ist eine Einnahme von insgesamt, jedenfalls war das im Jahre 2009 so, von 490.000 Euro. Im Jahr? Im Jahr. Aha, also das Auto spielt eine halbe Million ungefähr ein. Wenn Sie so wollen, ja. Ja, ein schlechter Tag ist, wenn wir 50 Bilder nach Hause bringen. Guter Tag ist, wenn wir 70 Bilder nach Hause bringen oder 80 Bilder. Das ist gut schon. Also wir haben ja 11 stationäre Anlagen neben dem mobilen Messfahrzeug. Mhm. Wir erzeugen damit etwa 100.000 Fälle, die als Verwarngelder oder Bußgeldfälle abgehandelt werden, auch geahndet werden. Und das zusammen ergibt eine Einnahme zwischen 2,7 und 2,8 Millionen Euro. Wir lesen im Haushaltsplan des Landkreises nach. Die Bußgeldstelle hat ein Defizit von 600.000 Euro. Das soll nun ausgeglichen werden durch zwei neue Blitzer. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Wir fragen beim Landrat nach. Ich lese hier, dass es also offensichtlich ein Defizit gibt in der Bußgeldstelle. Wenig später Gegensteuerung. Eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ist in Bau. Diese 2,7 Millionen planen wir ein. Und wir stellen unterjährig meinetwegen fest, wir landen am Ende des Jahres nur bei 2 Millionen. So. Dann müssen wir uns ja Gedanken darüber machen, wie wir dieses Fehl reinbekommen. Nicht zwingend jetzt, worauf Sie ja hinaus wollen, Druck machen, Druck machen, Druck machen. Da müssen die Einnahmen müssen sprudeln. Wir brauchen dringend dieses Geld. Zwingend nicht, aber ich meine, ich lese Gegensteuerung, eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Das ist ein haushaltstechnischer Vorgang, wenn ich das mal einfach so sagen darf. Dahinter steckt jetzt nicht, wie Sie möglicherweise vermuten, dass wir jetzt gegensteuern müssen, damit wir zwingend diese Einnahmen erzielen. Mhm. Wir müssen gegensteuern, um unseren Level an Verkehrssicherheit und Prävention zu halten. Ein haushaltstechnischer Vorgang im Sinne der Verkehrssicherheit also. Noch Fragen? Was macht eigentlich der neue Trafitower in Uelzen? Ich wollte mich mal erkundigen, wie Sie mit Ihrem neuen Blitzer zufrieden sind. Der wird gut angenommen. Mit anderen Worten, er rentiert sich. Na schön. Wann holen Sie denn die Fotos raus? Mittwoch. Ja, dann kommen wir dazu, wenn es Ihnen recht ist. Zweimal im Monat fahren die beiden Mitarbeiter des Straßenverkehrsamts Uelzen, Gabi Zielinski und Stefan Kastner, alle 11 starren Kästen ab. Der Neue macht sich gut, sagen sie, etwa 350 Aufnahmen im Monat. Der Goldesel, sagt der Chef des Straßenverkehrsamts, ist aber ausgerechnet ein betagter Starrenkasten. Denn dass auf dieser breiten Straße mit überschaubarem Gewerbe, in die ein Feldweg einmündet, nur 50 gefahren werden darf, auf diese Idee kommen offenbar nur wenige. Das ist also offenkundig der Goldesel. So kann man es auch nicht sehen, ist nun mal ein Unfallschwerpunkt und sie fahren nun mal zu schnell hier. Auch immer noch, obwohl schon seit langer Zeit 50 ist. Schon warum wird da nicht einfach eine Ampel aufgestellt, wenn hier eine Kreuzung ist? Ist doch nicht so schwierig. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, warum die darauf nicht gekommen sind. Das Duo der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung arbeitet Hand in Hand. Stefan Kastner wertet die Fotos aus. Gabi Zielinski verschickt die Bußgeldbescheide. In Härtefällen entscheidet der Chef des Straßenverkehrsamts Bernd Heiduck. Es geht um viel Geld. Das ist ja hier die Abteilung, würde ich sagen, fürs Gelddrucken. Oder sehe ich das falsch? Das mag in der Umgangssprache so sein. Nur wir sind, wenn man es richtig einordnen will, eigentlich die Verkehrsüberwachungsbehörde. Mhm. Die für mehr Verkehrssicherheit im Landkreis sorgt. Ich denke, das steht im Vordergrund. Also wir haben im Moment 11 Tower. Also 7 sollen insgesamt noch kommen. Und warum auf einmal 7? Ist die Stadtkasse so klamm oder was ist das Problem? Kein Kommentar. Und wie kommt das, dass Sie jetzt innerhalb eines Jahres von 11 auf 18 gehen? Also das kann ja nicht mit dem explosionsartig ansteigenden Bedürfnis nach Verkehrssicherheit kommen, sondern vermutlich auch mit der Klammkasse des Landkreises. Das würde ich so nicht stehen lassen. Wir haben ein erhebliches Defizit gehabt bisher. Mhm. Defizit an Verkehrssicherheit.
nicht an Geld, an Verkehrssicherheit. Und dieses Defizit gleichen wir momentan aus. Und da rechnen wir nochmal mit rund 900.000 bis 1 Million. Na, das lohnt sich aber. Das lohnt sich ja. Das ist rentierlich. Rentierlich, da war es wieder, das böse Wort. Morgens um 7 vor einer Hamburger Schule. Hier geht es wirklich um Verkehrssicherheit, um die Sicherheit der Kinder. Hier darf nur 30 gefahren werden, doch manche halten sich nicht daran. Guten Morgen. Polizei, mein Name ist Barz, der Verkehrsstaffel. Wir führen eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ja. Sie sind eben gemessen worden. Hier ist 30 km/h, Sie sind 45 gemessen worden. Ich möchte Sie bitten, morgen kurz zum Fahrzeug zu kommen. Die direkte Ermahnung hilft offenbar. Ich mal fragen, sehen Sie es ein, dass man hier nicht zu schnell fährt? Ja, selbstverständlich. Ist ja vor der Schule, das ist klar. Ja. Sehe ich total ein. Das war auch, war ich nicht bei der Sache, schlimm eigentlich. Also wenn wir die Leute anhalten und mit denen sprechen und denen das erläutern, dass hier Schulbereich ist und die sehen, dass die Kinder hier auch zur Schule gehen, dann sehen die meisten das ein. Und dann ist es meistens besser, als wenn man jetzt in 6 Wochen Post bekommt, dann weiß man gar nicht mehr, wo das gewesen ist. Mhm. Und so wird man konfrontiert. Man redet mit den Leuten, man kann auf die einwirken und die denken auch selbst drüber nach in dem Moment. Mhm. Das ist schon positiv. Ein Gespräch bringt mehr als Knöllchen. Das finden auch Polizisten im nordrhein-westfälischen Meschede. Nur ihre Vorgesetzten scheinen das anders zu sehen. Wir stoßen auf eine Beschwerde. Polizisten klagen, ihren Vorgesetzten gehe es ums Geld eintreiben. Wir fahren hin. Die Beamten wehren sich gegen eine Dienstanweisung, die fordert, Beamte sollten lieber blitzen und nicht mehr so viel anhalten. Wir haben gerade eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Da waren Sie ein wenig zu schnell. Mit 63 gemessen. 63? Bleibt netto 60 vorwerfbar, 10 km Überschreitung. Das ist innerhalb geschlossener Ortschaft. Ja. Die Polizisten aber finden, Blitzen ohne Anhalten spüle zwar mehr Geld in die Kasse, führe aber nicht zu mehr Einsicht. Sie wollen keine Knöllchen am Fließband schreiben. Los. Ja. Verbunden mit der Bitte, es soll ein Anhalt sein, sich künftig an die Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten. Nur ein Gespräch verändere Verhalten, auch wenn nicht alle Fahrer Belehrungen brav hinnehmen. Viel Geld, es soll aber auch anhalten, dass sie künftig schon vor dem Ortsschild ihre Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht haben. Das ist übertrieben, was da heute läuft. Jede Kommune hat so viel Geld eingeplant für diesen Zweck. Wenn ich so ein Ding machen könnte, dann könnte wer beste Geschäft will sich die Kamera schnell rentieren. Vor unserer Kamera sind die Polizisten in Meschede vorsichtig, zurückhaltend. Man muss sicherlich schon einen gewissen Kontrolldruck aufbauen, um den Verkehrsteilnehmer dazu zu bringen, vernünftig zu fahren und sich halbwegs an die Verkehrsregeln zu halten. Insofern, es gibt sicherlich Stellen, wo man den Eindruck haben könnte, dass das vielleicht auch einen finanziellen Hintergrund hat. Das ist so, ne? Aber die Polizei an sich bemüht sich schon, dann auch dahin zu gehen, wo man es nachvollziehbar dem Bürger erklären kann. Die weitaus meisten Kollegen vertreten sicherlich die Auffassung wie wir, dass wir also lieber den Bürger direkt ansprechen, als anonym was zu verschicken. Die Zurückhaltung ist verständlich, denn es gab Ärger. Die Polizeiführung fahndete vergeblich nach den anonymen Beschwerdeführern. Wir treffen uns deshalb mit Frank Richter, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft von Nordrhein-Westfalen. Der redet Tacheles. Es gibt durchaus vom Innenministerium eine Rankingliste. Wir sagen, das ist so der Medaillenspiegel, der da ist, in dem aufgeführt wird, welche Behörden besonders erfolgreich und welche Behörden weniger erfolgreich gewesen sind. Wir halten das für überflüssig. Erfolgreich in der Weise, wie viel sind angehalten worden, wie viel Geld haben die eingespielt? Also wie viel Tätigkeiten sind insgesamt im polizeilichen Sprachgebrauch gemacht worden? Und es ist überflüssig wie ein Kropf, dazu noch eine Strichliste mehr oder weniger zu machen. Denn kein Behördenleiter möchte sehr gerne auf dem Abstiegsplatz sein, sondern er möchte selbstverständlich lieber auf dem Medaillenplatz sein. Wir wollen das genauer wissen und fragen im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen nach. Die Antwort? Rankinglisten gäbe es, aber die dient nur der Information und Hilfestellung. Druck auf Polizisten? Nein, den gäbe es nicht. Die Polizisten ärgert es, dass Kommunen bei der Geschwindigkeitsüberwachung überhaupt mitmischen, Blitzer aufstellen dürfen. Feste Geräte aber können auf neue Gefahren nicht reagieren, sagt die Polizei. Wenn auch noch, wie in Burghauen, private Firmen mit im Boot säßen, sei das wie Raubrittertum.
Verkehrsüberwachung sollten Spezialisten machen. Und diese Spezialisten sitzen bei der Polizei. Und wenn ein Privater auch noch verdienen will, dann wird er sich dorthin stellen, nicht wo wir Verkehrsunfallschwerpunkte haben, sondern er wird sich dahin stellen, wo die Gefahr relativ groß ist, für den Verkehrsteilnehmer vielleicht die Geschwindigkeit zu überschreiten. Das ist nichts anderes als ein modernes Wegelagerertum. Das sind Gelddruckmaschinen. Das hat mit einer anständigen Verkehrsüberwachung überhaupt nichts zu tun. Immer mehr Bürger legen deshalb Widerspruch gegen einen Bußgeldbescheid ein, gehen zum Anwalt. Was ist passiert? Nehmen Sie erst mal. Ich habe einen Brief bekommen vom Straßenverkehrsamt. Es war morgens um 7, meine ich sogar. Und Manuel Wegner macht seinem Mandanten Hoffnung. Viele Messungen sind fehlerhaft, hat der Anwalt festgestellt. Sein Wartezimmer ist voll, die Mandanten meist Vielfahrer. Ich fahre im Jahr 60.000 bis 80.000 Kilometer und... Ja. Sind Sie im Außendienst tätig? Oder? Ich bin im Außendienst tätig, ja. Und wo ärgert es Sie dann, wenn Sie geblitzt werden? Es ärgert mich teilweise auf Landstraßen, auf Autobahnen, wo ich es eigentlich absolut gar nicht nachvollziehen kann, dass da überhaupt so etwas stattfindet. In 30er-Zonen halten Sie sich auch an die Geschwindigkeit? Ich halte mich an die Geschwindigkeiten. Ich habe selber 3 Kinder und da halte ich mich schon an die Geschwindigkeiten. Und alles Gute erstmal. Der Anwalt hat seine Mandanten mit auf den Weg gegeben. Auch im Verkehrsrecht gilt im Zweifel für den Angeklagten. Im Übrigen krache es meist nicht wegen zu hoher Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist nicht Unfallursache. Nummer eins ist es eher so, dass 80-85% aller Verkehrsunfälle andere Ursachen haben, wie zum Beispiel Vorfahrtsverletzungen, Abstandsunterschreitungen, rechts vor links. Diese Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind belegt. Die ergeben sich aus dem Statistischen Bundesamt. Dort ist genau analysiert worden, was zu welchen Unfällen geführt hat, und die Ursachen sind dort bezeichnet. Und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass mehr als 85% aller Verkehrsunfälle dann nicht auf die Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Nicht nur Blitzer boomen, auch das halblegale Geschäft mit Radarwarnern. Gegen diese ganzen Blitzgeräte. Jawohl, die haben wir. Aber das wäre jetzt so, ich sag mal, als Einstieg gedacht. Ja. Das nennt sich Blitzermaus Reminder. Und darauf sind ca. 40.000 starren Kästen erfasst für ganz Europa. Das Gerät kostet 149 Euro. Das ist der Valentine One. Das ist also mit Abstand das beste Gerät. Ja. Das wird einfach an die Windschutzscheibe vorne befestigt, anschalten und los geht's. Dann piept der oder er sagt mir was. Der piept. Der Kauf der Geräte ist nicht verboten, wohl aber der Gebrauch. Das stört den Verkäufer nicht. Die Kunden rufen mich teilweise an und sagen danke. Mein Führerschein ist heute gerettet worden. Komm. Perfektes Englisch ist nicht nötig, um zu begreifen, was die Dame meint. Der Verkäufer wehrt sich gegen unsere Vorhaltung, dass seine Geräte zum Rasen einladen. Das sind an und für sich nicht die typischen Raser, die zu uns kommen, sondern eben einfach Leute, die viel auf der Autobahn unterwegs sind, beruflich, sagen Außendienst, die auf ihren Führerschein einfach angewiesen sind. Und Sie sehen jetzt, hier ist jetzt zum Beispiel Tempo 100 erlaubt. Ich fahre jetzt bewusst hinter dem LKW her, aber Sie sehen die anderen, die fahren jetzt mit 120, 130 hier vorbei. Wenn dann Blitzer irgendwo steht, wird das ja gleich richtig teuer. Man kann sich das Ganze aber auch sparen. Einfach langsam fahren und Radio hören. Noch ein Blitzer, und zwar Rennbahnstraße, das Ganze stadteinwärts. Alle Blitzer machen wir tatsächlich nicht. Also Blitzer in 30er-Zonen, die melden wir nicht. Und auch wenn jetzt Blitzer vor Kindergärten stehen oder vor Schulen zum Beispiel, vor Krankenhäusern, die werden nicht gemeldet. Dort ist Verkehrsüberwachung auch sinnvoll, das sehen die meisten Autofahrer ein. Nicht einsehen können sie aber, wenn Kontrollen vor allem dazu dienen, die Kasse zu füllen. Das merkt der Bürger, ärgert sich und vertraut dann lieber auf Horst Schlemmer. Oh, nicht so schnell. War langsam, Blitzelein.